Ich bin sehr dankbar, dass sich Tony Blinken auf den Weg gemacht hat und hier an dieser Konferenz teilnimmt. Das ist sehr wichtig, dass wir ein geschlossenes Signal in Richtung Libyen aussenden, dass wir A wollen, dass das libysche Volk selbst über seine Zukunft entscheidet, aber B eben auch internationale Partner bereitstehen, um diesen Weg zu begleiten. Wir alle wissen, von welch strategischer Bedeutung die Situation in Libyen ist, im Blick auf Afrika, aber auch im Blick auf das afrikanisch-europäische Verhältnis.